Jeder erinnert sich an die Geschichte von Ember Rachdi, die als die schwerste Frau der Welt galt. Mit einem Gewicht von über 272 Kilo war sie wirklich krankhaft übergewichtig. Glücklicherweise gelang es ihr, ihr Leben zu ändern. Und du wirst nicht glauben, wie umwerfend sie heute aussieht. Im Alter von 22 Jahren, als die meisten ihr Leben genießen, war Ember in ihrem eigenen Körper gefangen. Mit 299 Kilo war sie nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die für Normalgewichtige selbstverständlich sind. Selbst die einfachsten Sachen waren schwierig und sie konnte nicht länger als ein paar Minuten aufstehen. Dies machte sie nicht nur müde, sondern belastete auch ihre Knochen und Gelenke. Ember hatte schon immer Übergewicht. Als Kind fing sie an, allerlei zu essen und wurde immer dicker. Niemand konnte ihre Zunahme stoppen. Während ihrer Schulzeit wurde sie allmählich immer schwerer und dies machte ihr zu schaffen. Alles spitzte sich zu, als sie auf dem College war. Ember war gezwungen, das Studium aufgrund ihrer Fülle abzubrechen. Sie wandte sich dann dem Genuss zu, um sich zu trösten und Stress abzubauen. Es war ein einziger Teufelskreis. Jeden Tag nahm sie Tausende von Kalorien zu sich. Immer mehr Fett strömte in ihren Körper. Da Ember so gut wie bewegungsunfähig war, verlor sie viele ihrer Freunde und den Kontakt zur Außenwelt. Sie konnte Sachen, die sie liebte, nicht mehr tun. Es war ein Lebensstil, der sie isolierte. Leider war das alles ihr eigenes Verschulden. Und sie war die Einzige, die den Schlüssel hatte, dies zu stoppen. Sie wurde immer einsamer, depressiver und verzweifelter. Es war keine Hilfe in Sicht und es schien, als würde sie nie schlank werden, sondern in ihrem krankhaft fettleibigen Körper gefangen bleiben. Es gab Zeiten, in denen sie sogar daran dachte, Selbstmord zu begehen. Aber sie entschied sich dagegen, da dies egoistisch wäre und auf lange Sicht nur ihre Lieben verletzen würde. Im Laufe der Jahre war Ember von ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Partner unterstützt worden, die alle nachsichtig mit ihr umgingen und ihre Forderungen nach immer mehr Speisen nachgaben. Sie wurde zu einem Monstrum und sogar zum Thema einer Reality-TV-Show, die extrem übergewichtige Menschen folgt, um herauszufinden, wie sie so dick wurden und sie aufforderten, abzunehmen. Leider ist dies leichter gesagt als getan. Und der Weg, wieder ein gesundes Gewicht zu erreichen, steinig. Ember fühlte sich gefangen, hatte kein Selbstvertrauen und sah sich sogar als eine Art ekelhaftes großes Tier. Das war keine Art zu leben. Die TV-Show gab ihr den ersten Anstoß. Nach einem Jahr hatte Ember nun mehr als ein Drittel ihres Körpergewichts verloren, nur weil sie ihre Ernährung umgestellt und mehr Sport getrieben hatte. Sie wurde zwar immer noch als adipös eingestuft, aber im Vergleich zu früher war sie schon relativ schlank. Daraufhin wandte sie sich an einen Arzt am anderen Ende des Landes. Sie hoffte, dass sie mit seiner Hilfe den Rest loswerden könnte. Aber auch hier war der Weg alles andere als einfach. Sie musste noch mehr abspecken, bevor der Mediziner den Magenbypass durchführen konnte. Leider war Ember jedoch immer noch ihr eigener Feind und hatte Mühe, weiter abzunehmen. Sie kämpfte jeden Tag mit sich und immer wieder aufs Neue. Es gelang ihr jedoch immer noch weiter zu reduzieren. Nicht so viel wie gehofft, aber er wog die Vor- und Nachteile ab und beschloss, den Eingriff trotzdem durchzuführen. Er konnte sehen, dass Ember ihr Bestes gab und hatte Mitleid. Also setzte er die Operation für den nächsten Tag an. Der Plan sah vor, einen Teil von Embers Magen zu entfernen und ihn dadurch zu verkleinern, so dass sie sich schneller satt fühlen würde. Er würde geklammert werden und der überschüssige und nun nicht mehr benötigte Teil könnte sicher entnommen werden. Und je weniger Ember aß, desto weniger Kalorien würde ihrem Körper zugeführt und desto mehr Gewicht würde sie verlieren. Das war allerdings keine Wunderlösung. Ember würde nie ein dünnes Mädchen werden. Die wichtigsten Dinge musste sie selbst tun, sich gesünder ernähren und viel bewegen. Es war immer noch ein harter Kampf, aber der Eingriff sorgte dafür, dass der Weg ein wenig leichter wurde. Eines der Dinge, die sie ändern musste, war die Dynamik in ihrer Beziehung. Ihr Partner liebte es, für sie zu kochen und mit allem zu versorgen, was sie wollte. Ember liebte diese Aufmerksamkeit und Nähe und bewunderte seine Hingabe. Er machte sie glücklich
aber es war auch schädlich für ihre Gesundheit. Sie musste ihm sagen, dass auch er seinen Teil beitragen musste. Glücklicherweise verstand er das und tat sein Bestes, sie zu unterstützen. So zeigte er auch auf eine andere Weise seine Liebe zu ihr. Im Laufe des nächsten Jahres verlor Amber eine Menge. Sie fing an, sich neue Gewohnheiten anzueignen und lernte, auf sich aufzupassen. Sie spürte, dass sich ihre Bemühungen auszahlten und langsam aber sicher begann sie, ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln. Amber hatte sich von ihrem früheren Leben weit entfernt und war nun in der Lage, Dinge für sich selbst zu tun, wurde bei körperlicher Betätigung nicht mehr müde und begann sogar wieder Kontakt zu ihren Freunden zu pflegen. Amber nutzte sogar die sozialen Medien und richtete einen eigenen Instagram-Account ein, um ihren Verlust zu dokumentieren und sich anzuspornen. So erreichte sie irgendwann ihr Idealgewicht. Obwohl die ersten Follower nur von ihrer Familie stammten, fand Ambers Geschichte von Kampf und Herzschmerz in der Öffentlichkeit Anklang. Es dauerte nicht lange, bis ihr Account und vor allem ihre Geschichte viral ging und immer mehr sie täglich sahen und sie anfeuerten. Menschen aus aller Welt nahmen Anteil. Sie hatten Mitgefühl mit dem, was sie durchmachte. Andere Übergewichtige sahen in Amber ein Vorbild und glaubten, wenn Amber es schaffte, dann könnten sie es auch. Sie war sich jedoch im Klaren, dass sie keine Ärztin oder Ernährungsberaterin war und niemanden Behandlungen oder Diäten empfehlen wollte. Sie trat nicht als Markenvertreterin für Abnehmprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel auf, selbst wenn die Unternehmen ihr gutes Geld anboten. Amber fühlte sich Gleichgesinnten gegenüber verantwortlich. Nachdem sie so viel Körpergewicht verloren hatte, hing ein Großteil ihrer Haut herunter. Das ist eine Nebenwirkung der enormen Gewichtsabnahme. Glücklicherweise können Chirurgen dies entfernen und so helfen, wieder relativ normal auszusehen. Amber entschied sich hierfür und der Verlust der überschüssigen, schlaffen Epidermis half ihr, ihr Zielgewicht zu erreichen. Sie war endlich selbstbewusst und vor allen Dingen zufrieden. Das heißt nicht, dass Amber spindedürr war. Und das wollte sie auch nicht. Sie hatte eine Figur erreicht, mit der sie vollkommen zufrieden war. Sie fühlt sich gesund und glücklich und hat nicht mehr die Sorgen und Probleme von früher. Amber war jetzt eine starke und aktive Frau. Und trotz ihrer Schwierigkeiten hatte sie allen Widrigkeiten getrotzt. Sie konnte nun wieder aufs College gehen und ihr Leben so leben, wie sie es sich wünschte, während sie gleichzeitig ein Vorbild für alle war, die ihre Hilfe brauchten. Und nun du. Was hältst du von dieser schockierenden und doch so inspirierenden Geschichte? Hättest du den Antrieb gehabt, so viel abzuspecken? Wie hättest du verhindert, dass du überhaupt so viel wiegst? Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Also, lass uns deine Gedanken in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal.